So, Leute, willkommen zurück zu Gilberts Nuzlocke-Abenteuer. Oh yeah, das letzte Mal haben wir Route 2 erreicht und haben endlich ein volles Team. Allerdings, wundert euch nicht, habe unser neues Mitglied Honey jetzt noch nicht trainiert. Ja, sollte aber nicht so schlimm sein, denn wir haben jetzt, denke ich, genug Pokémon, auf die wir ausweichen können. Das heißt, mit anderen Worten, ich werde Miraplay jetzt in den Kampf schicken und dann werde ich es rauswechseln. Und dann kommt die große Überraschung, die Gegner spielen einfach Instant-Verfolgung oder so ein Spaß und dann ist alles drin. Nee, wird schon nicht. Ja, ich wollte übrigens mal eine Sache ansprechen. Und zwar, unser Smogon hat ja Giftspitzen, ne? Und einige haben gesagt, ich glaube, das bringt den Sonne und Mond gar nicht so viel, weil die meisten nur einen Pokémon haben. Und ich habe das gar nicht bedacht, aber ich glaube tatsächlich, ja, das stimmt. Die meisten Trainer haben wirklich nur ganz wenige Pokémon, also meistens halt eins. Müssen wir mal schauen, ob wir das effektiv nutzen können oder da bei Zeiten vielleicht dann Platz für eine andere Attacke machen. Aber sehr schön, dass wir Leitteile haben tatsächlich. So, erstmal abgeschleckt die Viper. Das macht man nicht, mein Freund. Jetzt kommt Abgangsbund. die Paranoia schlagen zu. So, Nebulak. Tschüss, ja, Nebulak. Dich werden wir früher oder später wahrscheinlich auch noch in der Gruppe haben. Denn du bist ein Gift-Pokémon. Fragt sich nur, wann wir es ausbilden. Offenlegung. Das war dieser. Der Prio-Move, der Schwache, ne? Ja. Ich mach's mal für Schlecker weg. Schlecker ist eh schlecht. Und ich brauch's nicht, wenn ich Biss habe. Der Name treffe ich auch, Geister und Psycho-Pokémon. Deswegen lieber die Offenlegung, weil vielleicht ist es mal nützlich, eine Prio zu haben. Und da kommt Honey und legt die Level nach wie kein zweites mit einem Lockdufter hinterher. Und Level 6 ist das schön. Und Level 7. Wunderbar. Guck mal, siehst du, gar nicht nötig, hier irgendwie offscreen das nachzutrainieren. Ein Kampf und ist fast schon einsatzbereit. Hat er gerade eine Attacke gelernt, die muss erstmal umsortiert werden. Aber umsortieren, ist die Offenlegung richtig einsortiert hier? Na, der Giftschweif ist vor allem noch falsch einsortiert. Der muss natürlich nach ganz oben. So. Und da kommt... Achso, das war Lockduft. Ich habe irgendwie gedacht, Absorber gerade. Aber nein, es war Lockduft. So. Setzen wir unsere Reise fort. Ja, wir kommen immer näher der ersten richtigen Prüfung, Leute. Und ich muss sagen, ich bin etwas nervös. Ganz ehrlich, weil... Ich meine, gegen das Radikal sollten wir noch bestehen können, denke ich, irgendwie. Aber trotzdem, das ist, es wird ein guter Auftakt sein, um zu gucken, ob wir die Regeln, ob das schaffbar für uns wird oder nicht. Aber ich bin mir sicher, dass das schaffbar wird. Es wurde ja ein, das fällt mir gerade ein, das sollte ich vielleicht mal im Part erwähnen. Es gab einer, der hat im ersten Part, glaube ich, eine Sondertrankregel für die Herrscher dazu geschrieben. Und ich habe gesagt, ich überlege es mir mal. Ich werde das aber doch nicht so machen. Ich werde die Regeln so beibehalten, wie ich es am Anfang erklärt habe. Nur damit ihr Bescheid wisst, für diejenigen, die jetzt sich vielleicht wundern, wie ich das jetzt machen möchte. So, Pikachu gegen Fluffeluff, wollte ich gerade sagen. Das ist kein Fluffeluff, das ist ein Mirapla. Kannst du da gut was machen? Ich habe ein bisschen Angst. Hoffe, der macht nicht zu viel Damage jetzt. Bitte nicht zu viel Schaden machen, Pikachu. Ja, roten Schlag. Sollte okay sein. Ansonsten schicke ich Hannah rein. Und greife dann da nochmal an. So, Kratzer. Kann ich eigentlich nur ein bisschen viel Schaden, mir das Pikachu macht. Heuler. Aber dass wir den Pikachu viel Schaden machen sollten, beziehungsweise machen, haben wir ja gerade gesehen, das ist eigentlich klar. Weil Pikachu, ihr wisst, hat eine sehr schlechte Verteidigung. Aber es hat die Statik leider. Donnerschock. Aber das ist in Ordnung. Das ist okay. Ich hätte gedacht, es wird ein bisschen mehr Schaden machen, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, ich wechsle es aber gleich doch mal raus. Vorsichtshalber. Okay, wir fliegen jetzt mit der Fullpara. Weil ich weiß nicht, jetzt kriege ich irgendwie gleich einen Ruckzuck-Crit ab und wer weiß, ob das durch den Routenschlag dann irgendwie killt. Das wäre nicht so schön. Deswegen schicken wir finally rein. Um dieses Pikachu finally auf die Knie zu zwingen. In die Knie zu zwingen. Apropos, warte mal, wir haben hier mit dem Friedhof wieder einen neuen Encounter, ne? Also, beziehungsweise ein neues Ei, was wir ausbrüten können. So, Tackle. Ich hoffe wirklich, Smogon lernt bald noch ein bisschen was. Ansonsten ist es ein bisschen anstrengend, gerade mit Smogon zu kämpfen. Ja, senke meine Verteidigung ruhig. Ich habe genug Verteidigung, um trotzdem noch all deinen Angriffen gut standhalten zu können. Behaupte ich jetzt einfach mal. Es ist ja auch nur ein Pikachu, nicht wahr? Ja gut, aber der nächste Tackle wird durch den Heuler jetzt nicht ausreichen. Mann, ey! Voll gemein! Ja, ganz knapp reicht es nicht aus. So, und da kommt der Routenschlag und der senkt weitestgehend wieder die Verteidigung.
Und auch wieder die Statik. Ich glaube, ich gehe gleich mal zurück zu Pokémon Center. Und heile mich wieder. Das war doch jetzt ein bisschen anstrengend. Aber wir haben viel gute Erfahrungspunkte wieder bekommen. Oh, Säure. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So fürs Early Game. Und ich glaube, da nehmen wir gleich mal den Lockdown-Effekt. Den brauchen wir dann nun wirklich nicht. Düdüdü. Weil wir höchstwahrscheinlich nicht dazu in Bedrulle kommen. Also wir werden nicht dazu kommen, irgendwie diese Attacke effektiv zu nutzen, weil wir nicht viele wilde Pokémon fangen. Aber apropos wilde Pokémon, soll ich dann... Ich glaube, ich werde dann jetzt schon mal hier meinen Encounter mitnehmen. Und ich glaube, ich nehme dafür unser Kuso. Lustig wäre es, wenn jetzt... Ich weiß nicht, ob kam Drifloon oder Nebulak nur nachts. Eins kam, glaube ich, nachts und eins kam tags. Wäre lustig, wenn wir jetzt Nebulak kriegen würden. Weil es wird natürlich dann trotzdem weggegeben, weil es ja... schön. Gerade noch gesagt. Ich glaube, so viele Pokémon gibt es hier auch nicht, verschiedene, deswegen... Jo, kann es sein eigentlich, es fällt mir gerade so auf, dass Sonne und Mond einer der Editionen ist, bei dem man am allerfrühesten an Geist-Pokémon drankommt? Ah, überlebt es ein Aurora-Strahl? Bestimmt. Klar überlebt es ein Aurora-Strahl, als ob es kein Aurora-Strahl überlebt. Ja, ein Crit wäre knapp gewesen, also wahrscheinlich so im roten Bereich. Gut, ich hatte auch nicht vor zu fliehen. Wobei, ich hoffe, ich fange es jetzt schnell, weil sonst könnte das ein Problem werden. Ja, ansonsten, ich will es halt auch nicht killen, weil ich will mein Ei mitnehmen hier tatsächlich auf jeden Fall. Na komm schon, Nebulak! 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 Ja! Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich glaube, den Pokédex-Eintrag für Nebulak sollte ich dann jetzt vielleicht doch mal vorlesen, weil den werden wir halt dann später nicht mehr kriegen, wenn das Ei dann schlüpft, ne? Das ist ja so eine Sache. Muss man wissen, muss man bedenken. Registriert! Yay. Machen wir einfach mal. Dass sich ein Nebulak in der Nähe aufhält, erkennt man hauptsächlich an einem süßlichen Duft. Sehen kann man es fast gar nicht. Oh, I see. Das ist mir neu. So, Wort auf die Box geschickt. Ich werde jetzt aber das Ei noch nicht direkt ausbrüten, kann ich schon mal sagen, gerade weil wir aktuell auch ein volles Team haben. Vielleicht spare ich auch noch ein Gebiet an oder so und dann brüten wir zwei aus oder so. Mal gucken. Mal gucken. Einfach mal gucken. So, jetzt erstmal zurück zum Pokémon Center. Denn, ja, wir waren paralysiert. Ganz schön oft sogar. Und das fand ich nicht sehr höflich. So, da ist die Route. Ja, genau, fast. Da ist das Pokémon Center. Und Honey ist fast schon auf Teamniveau. Nach zwei wirklichen Kämpfen. Gut, dass ich dann einfach... Also, war da ja gar nicht schlimm, dass ich nicht trainiert habe. Und dann ist Honey eigentlich bald schon dazu in der Lage, vielleicht auch selbst mal einen Kampf zu bestreiten, nicht wahr? So. Do, 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 do. Und dann Honey wieder nach vorne. Viper nach unten. Ja, Viper natürlich hier richtig krass am Davonleveln, wenn wir nicht aufpassen. Müssen wir schauen, dass das nicht passiert. Weil das wäre irgendwie, na, nicht so ganz cool, ne? So, und unsere Reise geht weiter. Weiter zurück zum Friedhof jetzt vor allem erstmal. Dann können wir da mal gucken, ob da irgendwas Spannendes abgeht. Irgendwas abgeht. Zum Beispiel weitere Trainerkämpfe. Es waren ja noch ein paar. Ich finde es übrigens immer noch taktlos, dass man hier auf dem Friedhof tatsächlich kämpft. Klar, man kann es natürlich auch als Zollung des Respekts ansehen. Könnte man theoretisch so tun. Ja, aber ich finde es irgendwie... Nee. Das macht man doch nicht, Leute. So, und der Typ wieder mit seinem Meganie auf dem Hemd, was viele nicht erkannt haben anfangs immer. Kann ich gegen einen Makuhita drinbleiben, theoretisch? Ich meine, die Kampfattacken sollten ja nicht so viel Schaden machen. Ich habe die Säure nicht richtig einsortiert. Wie kann ich nur? Senkt das nicht die Verteidigung? Die Spezialverteidigung, meine ich ja. Ist auch das Gleiche. Ich glaube, einmal kann ich es mir erlauben, eine Attacke abzufangen. Aber Wachstum, weil... Why not, ne? Tackle. Wie viel macht das? Das ist ja voll wenig. Krass, okay. Ich hätte gedacht, dass es mehr macht. Bulky, 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 Mirapla. Hast mich überrascht. Oh, okay, das war ein Crit, wollte schon sagen. Das hätte mich deutlich ein bisschen überrascht, wenn das tatsächlich einfach auch normal so viel Schaden gemacht hätte. Ja gut, okay. Aber vielleicht kann ich durch den Absorber jetzt ein paar KP heilen. Wobei die Attacke ist so 20 stark. Viel Schaden wird das nicht machen.
Aber Makuhita hat viele KP, also kriege ich bestimmt einiges wieder. Vielleicht sogar eine Vollheilung. Ah, okay, nicht ganz. Nicht ganz, aber weißt du was? Ich mache einfach nochmal Absorber. Flop. Gib mir deine Energie. Gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. Oder wie war das? Wer kennt das aus Zelda? Link's Awakening, so heißt es genau. Cool, das heißt, ich gehe mit vollen KP aus diesem Kampf raus. Das ist ja hervorragend. Außer, das war ein Speedtie gerade und ich habe es nicht mitbekommen. Nein, es war kein Speedtie. Makuhita! Säure. Ich mag die Animation irgendwie. Selten, dass eine Giftattacke mal nicht lila ist. So, und da ist es auf Level 10. Ja, sage ich doch. Perfekt. Und direkt auf Teamniveau. Makuhita, lass mich bloß die bestichen, sagte er verzweifelt, während er lächelnd in seine Hände klatschte. Ach ja. Nein, Nebulak, belästige mich nicht. Ich muss einen Schluck Wasser trinken. Okay, wow, Zuba hat auch ein Pokémon, was wir potenziell haben können. Ich hoffe, ich kann fliehen tatsächlich. Ich glaube, ich bin 3 Level höher. Sowas von Zuba, aber gut. Gut, 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 gut. Das war alles, was ich wollte. So, wir finden TM100, die Vertrauenssache. Ach ja, das ist auch eine komische TM. Irgendwie. So, gegen die haben wir gekämpft, gegen den haben wir gekämpft. Jo, der Typ da oben ist noch super unglücklich, wie man sieht. Während er den Pokéball schwingend vor seinem... Das sieht fast schon aus, als möchte das... Also, keine Ahnung. Wenn er so... Ich meine, er steht ja so vor dem Grab. Nicht, weil er auf uns wartet, sondern er steht einfach die ganze Zeit so vor dem Grab. Und ich finde, das ist irgendwie... vermittelt vielleicht ein komisches Bild, so nach dem Motto, haha, die habe ich gezeigt, Mann. Mann, Mann, Mann. Guckt ihn euch an, wie unglücklich er ist. Keanu, ich erinnere mich. Ah, Dick da. Oh, oh, Leute. Ja, ein paar von euch haben nämlich schon angemerkt, mein schlimmster Albtraum wird wahrscheinlich Alola Dicktree, weil Stahlboden. Das ist wahr. Das ist ein ziemlich schlechter Typ für unsere Challenge. Ich habe Säure immer noch nicht richtig einsortiert. Allerdings habe ich mit sowas wie Mirapla und Bisasam tatsächlich eigentlich ganz, ganz gute Chancen gegen die Pokémon da. Absorber. Das wird eigentlich auch guten Schaden machen. Es ist nur ein Dick da, aber ja gut, das war sogar... Ich hätte gedacht, dass es vielleicht ein bisschen mehr Schaden macht. Ach komm, ich greife einfach weiter an hier. Das passt schon. Ich hoffe nur, dass er nicht weiter auf Sandwirbel geht, weil das wäre nervig, denn Sandwirbel senkt meine Genauigkeit, wie man eben... Ach komm. Ja gut, ist in Ordnung. Wobei, will ich jetzt wirklich... Ach, der wird schon keine Bodenattacken können. Ich gehe... Nee, ich bleib drin. Ich bleib erstmal drin und setze ein Wachstum ein. Ich habe aber zum Glück sind die... Oh Gott, Sandwirbel ohne Ende. Sandwirbel mich nicht, Dick da! Ich wollte gerade die ganze Zeit sagen, der wird schon keine Bodenattacke können, aber da bin ich mir jetzt irgendwie doch nicht so sicher. Ich will da nichts riskieren, auch wenn ich nicht glaube, dass er... Also wenn er eine Bodenattacke... Es gibt ja keine... Nicht so viele schwache physische Bodenattacken tatsächlich. Wenn er eine Bodenattacke macht, dann wird es wahrscheinlich... Ja, Schlammbombo oder so sein. Die speziellen, die wird Tentacha keinen Schaden machen. Aber ich will es nicht riskieren. Unnötig, jetzt habe ich schon den 4. Sandwirbel. Mal gucken, wann ich wieder treffen werde, Leute. Mal gucken, wann und ob ich generell überhaupt mal wieder treffen werde. Erstauner. Die Animation ist so gut. Mag ich richtig gerne. Ja komm, wir hämmern einfach die A-Taste. Irgendwann werden wir schon treffen. Das kann uns ja offensichtlich nichts anhaben, das Dick da. Metalltor macht so gut wie keinen Schaden. Warum ist das Mirapla so bulky? Wir hatten ein defensives Wesen, oder? Hatten wir ein kühnes Wesen drauf? Oder ein pfiffiges? Also, ich hoffe ein kühnes, weil sonst geht unser Spezialangriff runter. Müssen wir gleich nochmal gucken. Blom. So. Danke auch. So, beziehungsweise, nee, warte mal, ich hoffe, ein Kühn senkt. Doch, Kühn ist richtig. Kühn senkt den speziellen. Nee, warte mal, oder? Jetzt bin ich voll durcheinander gebracht. Pfiffig, impisch, ich bin gerade. Wow, ich. Moment. Das gucken wir jetzt einfach nach. Ja, weil ich weiß, dass unser Swaggon Kühn ist. Wow. Ich hab's gerade echt vergessen. Kühn und der Angriff geht runter. Alles klar, ja, dann hoffe ich, dass es. Wenn es definitiv ist. Nee, es war sogar. Das heißt, Spezialverteidigung geht sogar hoch. Okay. Aber es war ein defensives Wesen. Das wollte ich eigentlich nur wissen. Und warte. Halt, 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 und alles gut. Sehr gut, sehr gut. Eigentlich Mirapla hat gerade irgendwie... Ja, Hani hat einen schönen ersten Auftritt in diesem Part. So richtig kämpferisch. Deswegen glaube ich, lasse ich es jetzt sogar einfach mal vorne.
Wir bekämpfen noch den letzten hier. Das war doch noch einer, oder? Oder war da nur ein Ball? Supertrank. Hat bestimmt ein Trainer dafür zerstorbene Pokémon hingelegt. Gut, dass wir vorbeikommen und das Item einfach klauen. Haha, pietätslos. Ne, es waren tatsächlich nur drei. Okay, ich habe irgendwie in Erinnerung gehabt, dass es ein paar mehr waren, aber scheinbar nicht. So, da ist wie die Leute mit einer guten Tat, haben die Leute ein bisschen abgelenkt. Und jetzt geht's hier weiter. Da oben ist auch schon der nächste Story-Abschnitt. Wie man sehen kann. Aber bevor wir da hingehen, würde ich sagen, gehen wir gleich erst nochmal das Item holen. Und ich schaue nochmal ganz kurz, ob hier vielleicht irgendwo noch was Relevantes passiert. Im Sinne von jemand, der mir vielleicht ein Item schenken möchte. Jetzt gibt's einen Bug und wir sind auf einmal mitten in der Post-Story. Das wäre krass. Na, guck mal, wir kriegen sogar was. Nichts, was ich mir gewünscht hätte, im Sinne von irgendwas, was meine Pokémon tragen können, aber auf jeden Fall auch in Ordnung. Süßchen. Okay, okay. Gucken wir hier nochmal rein. Und da habe ich gerade eben schon wieder gesehen, irgendein Trainer will aufmucken. Ja, ich bin auf Inselwanderschaft, auf der krassesten überhaupt. Möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Wage ich so wild in den Raum zu werfen? Warum war der Teenager? Oh ja, stimmt. Das Haus, ne? Hm, wer wohnt denn hier? Keine Ahnung. Krieg ich hier was? Ich glaube erst später. Ich glaube, ich krieg wirklich was, aber jetzt halt noch nicht. Okay, der war da alleine. Der war da alleine. So, und hier war, glaube ich, noch ein Item, ne? Wenn wir da runtergehen. Kein wildes Pokémon, bitte. Kein wildes Pokémon, bitte. Da ist ein Item, sehr gut. Wahrscheinlich eh nur ein Pokéball oder so. Ein Heilbeil, okay. Kein Pokéball, sondern ein Heilball. Prinzipiell eigentlich für uns genau das gleiche, weil der Heilball keine Relevanz für das hat, was wir so tun. Okay, komm, den würde ich sagen, den hauen wir noch um. Vorsicht vor dem Vorschüler! Okay, dann zeig mal, ob diese Vorsicht auch berechtigt ist, mein Kleiner. Und zeig uns, was du drauf hast, auf dem Kasten hast. Hau mich um! Oh, Habitak. Ja, da in der Tat Vorsicht vor dem Vorschüler, weil da möchte ich tatsächlich ausnahmsweise mal nicht mit Honey drin bleiben. Ja, da möchte ich tatsächlich Finally reinschicken. Ich hoffe, er kann kein Windstoß, weil das ist eine spezielle Attacke. Ein spezieller Angriff von Habitak sollte zwar auch schlechter sein als der physische, aber da wir eine sehr gute physische Verteidigung haben, wäre mir der Schnabel lieber und den Schnabel haben wir auch gerade gesehen, also alles richtig gemacht. Heuler. No! Das wird nur mit Smog treffen. 70er Trefferquote, Leute. Das ist ein solides Hulkeo. Sehr schön. Wage ich jetzt einen weiteren Smogangriff oder gehe ich lieber auf den Tackle über? Das ist die Frage, die ich nicht zu beantworten vermag. Aber ich glaube, ich gehe einfach auf den Smog und riskiere den Miss. Krass, ich treffe sogar. Wahnsinn. Es kommt mir irgendwie nicht so vor, als wäre das halt die Attacke so eine schlechte Trefferquote, weil es jetzt quasi noch genug Ausweichmöglichkeiten gibt und wir nicht auf diese Attacke angewiesen sind, zwangsgemäß. Beziehungsweise, naja, solange wir noch keine andere Giftattacke haben, sind wir natürlich schon darauf angewiesen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wenn man immer, wenn man Fokusstoß oder Donner oder sowas einsetzt in einem wichtigen Moment, dann weiß man schon, oh Gott, jetzt habe ich ein Problem. Ich will noch kurz gucken, ist da oben. Ja, da ist schon das Protogel. Ich möchte jetzt eigentlich noch nicht in die Szene stolpern. Ich glaube, die könnten ein bisschen länger dauern. Wenn wir danach noch gegen Team Skull kämpfen müssen. Ich würde sagen, dann beenden wir das erstmal hier. Und guck mal, es ist schon alle Level 11 hier. Misty und Kuso ziehen auch bald nach. Sehr, sehr schön. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Pause und klicken das Ganze neu weg. Das ist furchtbar. Es darf hier nicht so blinken. Es muss alles aufgeräumt sein. Was war das nochmal? Senkt den Spezialangriff, okay. Ich habe nichts, was jemand tragen kann. Ich könnte Smogon theoretisch heilen, aber das lasse ich jetzt mal. Werde ich schon nicht brauchen im Kampf. So, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter bei Gilberts Nuzlocke-Abenteuer in Pokémon Mond und schauen uns mal an, was Team Skull so ausheckt. Und beziehungsweise, dass wir die einfach schnell vertreiben können. Und keine Sorge, Leute, ich habe nicht vergessen, dass wir noch ein Ei auszubrüten haben. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sammeln erst noch mal die nächste Route mit ein und dann gucken wir, dass wir vielleicht ein paar auf einen Schlag ausbrüten. Wäre ganz cool. Also Leute, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.